Ja, oh Sole mio. Servus Leute, willkommen zurück zu Chaos auf Deponia mit Ozuma. Hallo. Ich brauche einen Tipp. Ja, was willst du jetzt als allererstes machen? Lass mich mal nachdenken. Zwei Eier. Das eine Schnabeltier ist aggro auf mich und das andere muss ich irgendwie von oben runterschmeißen. Ich muss erstmal dieses komische Fangnetz da bauen. Ich glaube, fangen wir damit an, mit diesem Fangnetz. Also, du willst erstmal das Flugschnabeltier machen. Ja. Oh, Na, Sole mio. dann, wo ist es? War es das Schnabeltier oder das Netz? Na, wo willst du das mit dem Flugschnabeltier machen? Da, wo der Typ ist. Da. Ich würde locker, aber solange... Willkommen beim Für-Halbmast, hier menschliche Asche praktisch. Oh nein, ich brauche jetzt noch mal Asche. Habe ich noch eine Asche? Ich habe Flusen. Achso, das geht auch. Gut. Jetzt muss ich das Teil zubinden irgendwie. Gute Idee. Jetzt muss ich das Ende nur noch irgendwo befestigen, dann habe ich ein astreines Katapult. Ja, so funktioniert's natürlich, ist klar. Ja, geil. Nichts passiert. Jetzt lege ich das Ei da rein. Und noch nicht ausreichend gespannte Windhose mit Ei. Befestigte, aber noch nicht ausreichend gespannte Windhose mit Ei. So. Mein Hosenkatapult ist fast fertig. Ich muss es nur noch irgendwie spannen. Spannung. Mein Hosenkatapult, ich muss es, aber das ging ir Moment, wenn ich das Rohr irgendwie verbiege. Wie mache ich das? Sollst die Antenne nehmen. Der Phlagomat reagiert nur praktisch. Bei meinem Augenmaß. Ich würde es schaffen. Mein Hosenkatapult, ich muss es, aber das ging. Wenn ich das Mein sagen kann. Hosenkatapult, ich muss es nur, aber das ging irgendwie anders. Irgendwie anders. Boah, ich habe nicht mal ein Bewusstsein von Goal zurückerobert. Tja. Ich bin echt lahmarschig. Mein Hosen, ich muss es, Ach. aber das. Ach, was lahmarschig. Nicht im Mund. So, das ist jetzt da befestigt. Also laut meinem Denken muss man das Rohr irgendwie nach unten verbiegen. Ja, nach unten Warum? bedienen. Ja, damit die Öse sich auch nach unten bewegt und das wird dann gespannt. Warum denn so kompliziert? Ja, das muss nach oben fahren. Mein Na, das ist doch Hosenkatapult, schon mal was was ist. anderes. Willkommen beim für halb praktisch. Ach so, Moment. Magere Ausbeute von solchen. Ich nicht so auf. Sollte schon passen. Ah. Stark gespannte Windhose mit Ei. Genau. Ich muss nur noch den Knoten lösen und dann. Was soll das denn? Krieg ich doch diesen dämlichen Knoten?
Knoten nicht mehr auf. Warum muss ich auch so ein begabter Knotenknüpfer sein? Also müssen wir zerschneiden. Und den Spaten drauf haben. Mein Schnabeltierkatapult ist geladen und entsichert. Ich muss nur noch den Knoten. Und dann... Hilfe! 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 Genau. Jetzt kriege ich den Knoten nicht mehr auf. Ein Problem gelöst, das nächste wartet. Super. Dem, was ich habe, wie soll ich da ein bisschen den Knoten lösen? Nein, ich muss Mund. Ich Mund. Ich brauche irgendwas Spitzes. Das ist wie ein Messer. Hast du hier noch irgendwas? Nee. Grußkarten. Schnabeltier, Schnabeltier, ich wünschte, ich wäre heute bei dir. Ist das Mist? Auf die Speisekarte habe ich noch nicht geguckt. Oh, die Liste wird kürzer. Hast du ein Messer oder so da, das ich mir ausleihen kann? Der Gondelfahrer ist schon wieder da. Ein Noten. Oh oh, das verheißt. Habe ich die Kerze noch? Nee, habe ich nicht, verdammt. Wie wird durch das Seil angezündet? Lass bitte die... Sie ist da... Den Spaten anzünden. Warum sollte ich meine eigenen Sachen verbrennen, wo es doch noch so viele schöne fremde Sachen zu verbrennen gibt? Die will ich nicht. Es sind ziemlich kein Vergleich. Vielleicht kannst du da drin. Ich glaube, der Typ ist böse. Herzlich willkommen, SPD. Wie kann ich... Ich bin da. Aham. Ist ja schon gut. Moment. Da war doch die Option, ich brauche ein Messer. Was denn jetzt schon wieder? Ich hab doch gesagt, ich verleihe. Dann müsst ihr euch auch... Was zum... Was willst du?
Oh. Ich gehe dann mal wieder. Was hat sie noch mal gesagt? Achso, sie wollte mir einen Bauch oder ins Auge stechen. Das bräuchte ich jetzt echt dringend. Und das ist die Freundin von den einen Typen da. Vielleicht kann der mir ein Messer geben. Hallo, Bose. Ah, was liegt an? Bis später. Ich verlauf. Hast du vielleicht ein Messer? Hi. Ah, du schon wieder. Willst du jetzt endlich was bestellen? Wie war das gleich mit diesen Schnabeltierkämpfen? Das Schnabeltier-Bataka ist ein Typ. Schnabeltier-Bataka? Das klingt irgendwie ordinär. Richtig schmutzig, nicht wahr? Ja, schmutzig. Schmutzig? Das ist nichts Gutes, Rufus. Im Gegenteil. Es ist vulgär. Schmutzig und vulgär. Oh Himmel. Ja, meine Frau. Bis später. Hm? Himmel, du schon hast wieder. Hast du was Spitzes bei dir? Eine Nagelfeile oder damit so? Damit muss man halt leben, wenn man mich kennt. Wie mit der ständigen Angst vor gefährlichen Körperverletzungen. Genau. Oder eine angespitzte BH-Nadel oder so. Warte hier. Ist das ein Versch... Natürlich. Gut, das... Eine Klasse. Boah. Ich glaub's nicht. Was ist auf einmal los? Ich bin so gut durchs Spiel durchgekommen. Jetzt brauche ich alle zwei Sekunden einen Tipp. Aber egal. Mit etwas Tipp. Geh aus. Einen Spaten drauf haben, ganz klar. Das ist kein Schrottverbrennung. Düsen reinschmeißen. Das ist kein Schrott. Nee. Ein Glas Wasser lösche vielleicht. Das ist kein Schrottverbrennung. Nee. Sag mir, wie ich dieses Katapult kappe, sonst raste ich noch aus. Du warst gerade schon in der richtigen Stelle. Der Generator? Mhm. Und der Gassehafen. Was hat der Wirt gesagt? Warum fällt der Generator aus? Warum er ausfällt? Mhm. Moment. Kann ich mir die Option nochmal anhören? Hi. Willst du jetzt? Schieß los. Was sind denn das für Leute, die... Naja, Gesocks und Gesindel halt. Diebe, Halsabschneider, aber die gute Sorte. Im Moment ist es ja recht leer. Um diese Uhrzeit immer. Außer deinen Leuten ist nur noch Nod da. Er gehört zum unorganisierten Verbrechen. Ich glaube, er ist hier, weil sein Bruder Wink heute das erste Drittel der vorverlegten 5-Uhr-Schicht übernommen hat. Aber wie du dir vorstellen kannst, sind die Dienstpläne des unorganisierten Verbrechens etwas undurchsichtig. Dann ist da noch Garlev. Er kommt zum Spielen her. Was spielt er denn? Schnick, Schnack, Schnuck. Im Ernst? Dein gefährliches Gesindel spielt Schnick, Schnack, Schnuck? Das klingt vielleicht nicht nach einem Spiel für harte Kerle, aber die Einsätze sind hoch. Und sie spielen mit gezinkten Fingern. Wie war das gleich mit Bosos Freundin? Ich glaube, er hat was mit der Besitzerin des Waffenladens in Klammern. Sie bricht keine Herzen, sie... Und mit dieser Furie... Ich kann mir kaum vorstellen... Das hatte ich auch schon. Was kannst du mir über das unorganisierte Verbrechen erzählen? Mit denen würde ich mich an deiner Stelle nicht anlegen. Sie sind unberechenbar und gefährlich. Wenn du mehr wissen willst, fragst du am besten Nord da drüben. Was ist das für eine Untergrundbewegung, von der du sprachst? Naja, Untergrundbewegung ist reichlich hochgegriffen. Garlev trifft sich mit seinen Freunden Janosch und Liebold regelmäßig im Keller von Janoschs Mutter. Das ist ein Witz, oder? Ja, und die Pointe ist ihr Anführer Janosch. Er hält sich für eine Art Freiheitskämpfer. Das war's fürs Erste. War ja auch. Bis später. Komm wieder. Warum fällt der Generator nochmal aus? Ich habe mich mittlerweile so sehr hier durchgewuselt, dass ich es vergessen habe. Es ist diese salzige Luft, die ist wie Zucker im Getriebe. Oh.
Ich Depp, warum habe ich es nicht einfach versucht? Ich denke mir die ganze Zeit, oh, schmeiß mal Zucker da rein. Aber im selben Moment habe ich mir gedacht, das ist bestimmt zu blöde. Aber nee. Wie war das gleich? War Zucker im Tank gut oder schlecht für den Motor? Es gibt nur eine Möglichkeit, das herauszufinden. Und die vielleicht keinen Strom. Ah ja. Es war schlecht. Dachte ich mir's doch. Oha, ganz schön duster hier. Aber noch lange nicht so duster, dass ich mein legendäres Sonar-Gehör zum Einsatz bringen müsste. Immerhin habe ich die leuchtendsten Augen des ganzen Südwestquadranten. Endlich macht es sich bezahlt, dass ich als Kind immer Quecksilberdämpfe eingeatmet habe. Au! Ja. Oh! Aua! Nichts passiert. Da hab ich bessere Augen, weil ich bin ja ein Nachtmensch. Hi. Ah, du schon wieder. Willst du jetzt endlich was bestellen? Hat bestimmt einen neuen Text, oder? Naja, dann bis nicht. Später. Komm wieder. Lass bitte. Sie ist das Einzige, was hier drin für Licht sorgt, wenn der Generator mal wieder ausfällt. Ist er doch. Hm? Himmel, du schon wieder. Du gibst wohl niemals auf, was? Tja, damit muss man halt leben, wenn man mich kennt. Wie mit der ständigen Angst vor gefährlichen Körperverletzungen. Warte hier. Ist das einfach... Natürlich. Gut, das erhöht... Eine Klasse. Hallo, Bozo. Ah, Rubas liegt ab. Bis spät. Entschuldigung. Hältst du es wirklich für eine gute Idee, jemanden wie mich im Dunkeln anzusprechen? Was eine gute Idee ist, merkt man meistens doch erst hinterher. Nun, das hier ist keine. Oh, okay. Ach, ich würde wirklich... Mach, was könntest du... Was soll ich noch gleich tun, um meine... Die Katze von der Donner rasieren? Nein, 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 nein. Ich sagte, du sollst nicht die Katze von der Donner rasieren. Das wäre extrem gefährlich. Und... Ha, und dumm. Ich werde schon... Ich komme... Wozu habe ich hier jetzt den Generator ausgemacht? Nur um den zu nerven? Darf ich stören? Solange du im Licht bleibst, wo ich dich sehen kann. Aber hier ist doch alles dunkel. Genau. Ich geh da mal. Mach das. Oh, Moment, kein Strom. Ah. So, haben wir den Fisch. Das soll ein Rasiermesserfisch sein? Also für mich sieht... Ah, ich bin doch blöde. Ich weiß es. Damit jetzt das Seil kappen. Hallo? Ah, jetzt. Ich bin gerade nicht mehr ins Spiel mit der Maus reingekommen, das war blöd. Nee, der Generator muss erst anlaufen. Wo? Für den Fisch? Hm? Was meinst du? Du hast jetzt gerade gesagt, der Generator muss erst anlaufen. Der Generator musste erst anlaufen, deswegen hast du im Spiel gerade nichts machen können. Der läuft halt an, wenn du wieder rausgehst. Achso, nee, das meine ich nicht. Na, egal. Genau. Hey, mein Schnabeltierkatapult ist geladen und entsichert. Na dann. Dass so ein dickes Teil einfach so aus dem Mantel rauszieht. Eine makellose Sausebahn. So. Ach nee. Ich muss ja das Ding jetzt nutzen, um es irgendwie einzufangen. Die kann man bestimmt noch ein zweites Mal benutzen. Genau. Ist das hier wahrscheinlich mit Spaten? Auch dazu würde mir sicher, aber ich lehne es. Dann eben nicht. Damit Fisch. Das Versuch. Meine Sachen riechen schon genug. So, irgendwie muss ich das Tierchen einfangen. Da oben fliegt es rum. So weit, so gut. Jetzt muss ich es nur noch einfangen und zurück zu seinem Nest bringen. Ich erkenne das nicht genau.
Achso, ist das der Spatengriff? Nee, oder? Kescher. Seltsame Illusion. Entweder wusste der König. Nee, das ist nicht. Moment, das war viereckig. Ich hab nichts Viereckiges. Das ist vielleicht ein Handstaubsauger und der bringt nichts. Von da aus kann ich nirgendwo ran. Aus sowas kann man keine funktionierende Vogelfalle bauen. Habe ich alles schon hinter mir. Hier ist nichts mehr. Kann ich das nicht an dem Stock oder so befestigen? Ich hätte schon fast alle Komponenten. Irgendwas Nützliches muss ich daraus doch basteln lassen. Ein Kescher für Flugschnabeltiere. Das heißt, ja, natürlich. Das sieht genauso aus wie der Kescher auf dem Bild in der Fibel. Wirklich? Gut, dass ich so ein brillanter Erfinder bin. Sonst hätte ich ja noch ewig herumprobieren können. Das sieht absolut nicht so aus. Egal. Fang das Tier. Komm, Schnabli, Schnabli. Dummes Tier. Moment, schauen wir mal. Weggeschleudert und dann muss ich es fangen. Da muss ich erstmal rankommen. Das sieht genauso aus wie der Kescher auf dem Bild in der Fibel. Gut, dass ich so ein brillanter. Sonst hätte ich ja noch ewig herum. Auch dazu würde mir. Aber ich lehne. Wenn ich da hochgehe, wäre ich zwar nah genug dran, aber. Ich muss es irgendwie runterlocken, glaube ich. Tja. Gut. Komm, Schnabli, Schnabli. Vielleicht ein bisschen Brot hier reinlegen, so wie bei den Vögeln, dass es dann angeflogen kommt und frisst. Schnabli, Schnabli, schau mal, was Papa Rufus hier Leckeres bei sich hat. Tatsache. Schnell! Fang es, das Mistvieh. Komm, Schnabli. Ha, ich hab's. Aha. Gut, Flugschnabeltier. Es wird jetzt hier schön in sein Nest gesetzt. Auf geht's, mein schnabeliger Freund. Es gibt ein Nest zu bewachen. Oh, wie grimmig es guckt. Flugschnabeltier ist wohl vorerst von der Speisekarte gestrichen. Tja, ich bin nun mal ein unverbesserlicher Tierfreund. So, Feuer habe ich, Flug habe ich. Das Erdschnabeltier sitzt auch schon bereit, dann muss ich es irgendwie besänftigen. Was sagt denn das Buch dazu? Nichts. Da muss ich irgendwie an die Fische rankommen.
Und da ist das Feuerschnabeltier. Voll bescheuert. Komm, Schnabli, Schnabli. Na holla, so jung und schon so angriffslustig. Hast du Hunger? Komm, Schnabli, Schnabli. Na holla, so jung. Muss ich dich einsaugen? Komm, Schnabli. Na holla, so jung. Nee. Abgelaufene Beruhigungspillen. Die bringen mich doch glatt auf eine Idee. Aber woher bekomme ich einen abgelaufenen Neurotiker? Ich würde ihm ja die Beruhigungspillen geben, damit es nicht mehr so aggro ist. Aber so jung und schon so angriffslustig. Ich kann ins Wasser reinlegen. Ich muss meine Sachen nicht waschen. Ich will eine oder wofür auch immer man saubere Sachen hat. Ich muss meine Sachen nicht will ein oder wofür. Die Idee war bereits lahm, bevor die Beruhigungspillen ins Spiel kamen. Warum steht eigentlich in Kneipp wie oder Ratten? Ich muss meine sich will eine oder wofür auch. Ich will nicht, dass es noch mehr ver. Es kleben schon genug. Das soll ein Rasiermittel. Also für mich sieht das. Wie kann ich das Vieh besänftigen? Ist das eine Frage an mich? Eigentlich nicht. Also, wie ich das hier kriege, das ist ja verhältnismäßig klar, aber der Opa lässt mich nicht rein. Oder nicht ran an die Fische. Vielleicht kann ich irgendwo anders einen Fisch fangen. Ich bin ja auf dem Hafen, das sollte eigentlich möglich sein. Achso, nee, er hat was von einer Angel geladen. Das heißt, wir müssen uns eine Angel bauen. Na, wir sind ja am Dock. Wird irgendwo Wasser geherleitet? Nee. Ich will mal mit dem Angeln. Verschwinde, du verscheuchst die Fische. Aber, Kusch, ein langweiliger Typ mit einem noch langweiligeren Hobby. Was war es noch gleich, was ich nicht... Ja! Krieg keinen Haken mehr, also so funktioniert das nicht. Nein, ich bin besser als dieses. Kann. Das darf ich besser essen. Ah, das sehe ich schon wieder. Du bist doch so eine Art Experte für Romantik, oder? Oh, amore, si, si. Was willst du wissen, hä? Ich kenne da diese elegante, hochklassige Frau. Allererster Stall. Du
musst du nicht zu reden weiter. Du bist verliebt in eine Donna Aristocratica. Dann musst du sein, Cavaliero Romantico. Musst du machen uno appuntamento. Eine romantische Abend. Musst du fahren mit ihr in die Gondola Romantica. Con canzone mio. La la la. La la la. Stopp, stopp. Ich finde was anderes. Ach, Idioto. Ich brauche keine Tipps. Du mich auch. Sorry wegen des Airbags. Ist no problemo. Ich bin Sassia, die Club Gondolo Mobilistico. Mitglied im Gondelmobilclub? Precisamente. Ich darf dort immer einen Ersatz für Sacco di Aria Caputo. Capisci? Capito. Caputo. Ich verarsch mich nicht, okay? Kannst du nicht mal was anderes spielen? Oh, con piacere. Ma sfortunamente, aber leider, leider. Ich habe nur uno singolo spartito. Nur das eine Note. Comprende? Nicht alles. Aber egal. Arrivederci. Was für ein Ding? Ach, nichts. Laut Fibel ist das hier die Brutstätte der hiesigen Wasserschnabeltierkolonie. Hier findet der eingeweihte Schnabeltierfreund die Zutaten für die Wärme, zumindest solange es unbewacht ist. Gut, ich beende den Part hier erstmal. Das war Chaos auf Deponia. Ich hoffe, es hat dir gefallen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Ja, sind schon wieder. Beim nächsten Mal versuchen, irgendwelche weiteren Schnabeltierlösungen zu finden. Ciao.